Die Highlights der Lausitzer Füchse werden euch präsentiert von Mucke und Weinholdbau GmbH. Neu- und Umbau, Zimmerer und Dachdeckerarbeiten. Tja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist die Eisarena in Beißwasser. Es ist der 20. Spieltag. Freitag, der 24.11. Aufeinandertreffen des 4. gegen den Tabellen 9. Lausitzer Füchse gegen die Pinguine aus Krefeld. Die Scheibe ist noch heiß. Na, er aufkam dann nochmal zum Gespräch. Außennetz. Außennetz. Ja, coole Cut. Auch hier wieder schön zu sehen, ne? Wollen die Scheibe hinter die Verteidiger bringen, in dem Fall hinter Marlon Braun. Und dann steht. Boah, und das 1-0, klasse gespielt dort. Das war mit dem Pass dort in die Rundung. Einstudierte Szene hier von den Pinguinen aus Krefeld. Hier sehen wir es nochmal, ne? Jetzt alle schauen zur Scheibe. Füchse spielen dann gegen die Scheibe auch einen sogenannten Overload, wollen immer mit einem Mann mehr in der Ecke sein. Wenn die Scheibe dann so wie hier schnell gespielt wird, dann ist es extrem gefährlich. Und jetzt Jerome Flake müsste das gewesen sein, auch mit seinem ersten Tor für die Pinguine. Schadlos überstanden. Blumenschein mit Platz. Oh, der war knapp am Tor vorbei. Und im ersten Drittel läuft die letzte Spielminute. Oh, da. Tor Matsumoto. Müssen wir uns nochmal angucken. Da war die Scheibe nochmal abgefälscht. Nee, ich glaube, der ging direkt, da war so viel Verkehr vom Tor. Seine Augen gingen Richtung Verteidiger, auch als wenn er hier, jetzt sehen wir es gerne mal, er guckt die ganze Zeit, der Verteidiger oben nur 15 ist frei. Und dann nimmt er einfach den kurzen Weg und wirft die Scheibe Richtung Tor. Ja, und hier sehen wir jetzt ich denke mal von den Schonern von Quapp, also zwischendrin durch. So, hier bekommt, ja. Ja. Statistik gezeigt, vom ersten Drittel 16 zu 12. Die Lausitzer Füchse fast. Außenposten, ja. Ja, auch Scheibe noch frei. Die Scheibe liegt noch frei. Jetzt hat und jetzt hat sie Bick unter sich begraben. Und das Tor, das hat sich angedeutet. Zwei Krefelder nehmen dort Quapp die Sicht. Eiskalt ausgenutzt. Ja, ein schöner Querpass da von Matsumoto durch die Box. Und dann ein platzierter Schuss. Jetzt sehen wir es nochmal. Ganz viel Ruhe. Kopf hoch, zack, auf die lange Ecke. Ja, nichts zu halten dafür Quapp. Ja, auch für Toni Ritter da keine Möglichkeit. Ja, jetzt da ist die Situation, die du angesprochen hast gerade. Und Anschlusstreffer, Darf McPhalz. Ganz genau, aber viel von der ganzen Geschichte geht auch auf die Kappe von Lane Scheidel, der sich hier hinterm Tor durchsetzt, den Kopf oben hat, dann die Scheibe durchsteckt. Und dann haben die Füchse wirklich auch das Glück, dass die Scheibe schlussendlich bei Felix Bick dann durch die Beine rutscht. Hier sehen wir es nochmal von hinten. Ja, ja. Aber das haben sie, muss ich auch sagen, nach meiner Auffassung erarbeitet. Und jetzt schlussendlich auch haben sie diesen Anschlusstreffer jetzt auch einfach verdient. Das muss man ganz klar so sagen. Ein gutes Spiel und machen es Krefeld wirklich auch schwierig. Bauerntrickversuch. Mit einem Blue Liner. Möglichkeit, Tor! Kaiser! Ja. Diese Geschichte schreibt nur der Eishockey. Ja, auch super Vorcheck hinterm Tor, ich glaube, von McFalls, der dann die Scheibe vors Tor bringt. Und dann steht Rio Kaiser genau richtig. Hier sehen wir es nochmal. Hier gewinnt Scheiben, gewinnt Füchse in den Slot, Rio Kaiser. Und dann aber auch ein genialer One-Timer. Ein super schönes erstes Profitor für den Jungspieler. Hier sehen wir es nochmal. Keine Chance dafür Big aus der Entfernung. Und ja, guter Schuss da von Flake. Scheibe auf der Bande lang, einmal komplett durch die Rundung durch. Füchse bleiben gleich in Powerplay-Ausstellung. Boatsch zum Tor, Tor! Tor! Boatsch von der blauen Linie, der Ausgleich. Die Füchse nutzen das Übertalspiel zum Ausgleich. Ja, da muss man ganz klar sagen, mittlerweile auch verdient. Hier sehen wir den Schuss nochmal. Viel Verkehr vom Tor und dann kommt der abgefälschte Schuss.
Hier sehen wir es gleich nochmal. Ich glaube, am Ende des Tages ist es Kiefersauer. Ah, Pick auch, glaube ich, ohne hier. Sicht hier. Und dann geht aber Kiefersauer noch ein Schienbeinschoner. Ich glaube, in Füchsen wird es egal sein, wer jetzt hier gerade das Tor am Ende des Tages auch gut geschrieben bekommt. Entscheidend ist, dass hier 3-3 steht. Und wer hätte das gedacht? Der Blick geht immer wieder zur Uhr. Matsumoto. Ruto. Boah, war nichtsdestotrotz, egal wie es ausfällt. Die Füchse hier mit dem Punktgewinn. Ja, ich glaube. Wahnsinn! Schöner Pass auf Bärbelein. Wo ist die Scheibe? Bei Wurp. Nochmal die Möglichkeit. Ja. Ein Pick. 2-1 Möglichkeit jetzt. Kugler mit Mäkitalo. Tor! Tor! Ja, wirst du denn verrückt? Das hältst du, kommt nicht aus. Die Füchse sind zurück ins Spiel und drehen das Spiel und holen hier den Zusatzpunkt. Ja, hochverdient. Ich glaube, jetzt, wenn wir das auf die Overtime uns mal anschauen, dann haben wir definitiv hier einen verdienten Gewinner. Hier haben wir den Schuss. Dann geht Mäkitalo nach und dann rutscht die Scheibe irgendwie. Rutscht die Scheibe dann durch und dann ist es... Geht sie eventuell bei Big durch die Beine, das sehen wir jetzt hier. Ja, der Verteidiger rutscht da rein. Ja, der rutscht in Big rein. Und vor dem Spiel reden wir noch über Rope Mäkitalo, der irgendwann für seinen Preis belohnt wird. Und jetzt haben wir genau so eine Situation, wo er hier alleine vom Tor das Ding einschiebt, den Game-Winner schießt. Und da sind wir genau an dem Punkt. Und das sind auch wieder Geschichten, die es heißt und geschrieben.